Meine Welt, meine Meinung heute mit dem Kolumnisten Gunnar Schopelius. Schön, dass du bei uns bist. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Dein Gewinner des Tages, wir haben schon viel über ihn heute gesprochen, ist der Oppositionsführer. Warum? Das ist jetzt etwas wenig überraschend wahrscheinlich, aber ich muss doch sagen, dass Friedrich Merz der Gewinner ist, weil das staatsmännische Kunst war, was er gemacht hat. Er hat aus einer Stimmung einen politischen Vorgang gemacht. Das Land ist entsetzt, erschrocken, die Menschen haben Angst. Und er hat gesagt, wir müssen jetzt etwas tun. Er ist auf die Regierung zugegangen und hat gesagt, wenn es eine Mehrheit geben sollte, die anders nicht zustande kommt für mehr Sicherheit, dann steht die Opposition zur Verfügung. Und das ist wirklich eine große Leistung. Und er hat den Bundeskanzler in eine Zwickmühle gebracht, auch eine staatsmännische Leistung. Und ein Verlierer des Tages ist demzufolge eine Regierungspartei. Verlierer des Tages, da halte ich die Grünen dafür, und zwar aus folgendem Grund, weil sie sich einer Reform der Asylgesetze grundsätzlich verweigern. Es gibt eine neue Umfrage von INSA, wonach 67% der Deutschen überhaupt keinen Zuzug mehr wollen, keinen illegalen Zuzug. Die Grünen kümmert das nicht, sie bedienen nur ihre eigene Klientel, die es anders sieht. Und das geht als Regierungspartei nicht. Als Regierungspartei sollte man für alle da sein und nicht nur für die eigenen Wähler. Deine Nachricht des Tages kommt aus dem Nahen Osten heute. Ich würde sagen, das ist eine Nachricht, die ein bisschen untergegangen ist. Sie wurde hier erwähnt am Rande und überall. Israel hat eine dritte Front aufmachen müssen. Israel wurde aus dem Gazastreifen angegriffen. Das ist bekannt, führt dort unten Krieg. Bekannt ist auch, dass am Sonntag eine zweite Front aufgegangen ist im Norden, Libanon. Seit letzter Nacht muss sich Israel auch nach Osten verteidigen. Das ist die sogenannte Westbank. Das ist eine sehr gefährliche Lage für Israel, und auch in der Westbank versucht der Iran, Waffen einzuschmuggeln, damit Israel von dort angegriffen werden kann. Das ist nicht zu unterschätzen. Dieses Land befindet sich in einer immer prekäreren Lage. Und dein Aufreger des Tages, der kommt auch aus Solingen, betrifft den Terroranschlag, da gibt es neue Erkenntnisse. Jetzt sind wir mal wieder beim selben Thema, aber warum auch nicht? Es ist das schrecklichste Ereignis des Jahres, Solingen. Drei Menschen wurden ermordet, übrigens von den 4 Schwerverletzten wissen wir wenig. Denen geht es wohl sehr, sehr schlecht, nach dem, was wir wissen. Was wir jetzt eben neu erfahren haben, und das war ja hier eben auch sehr gut dargestellt, ist eben, dass sich Issa Al-Hasan, der Terrorist, der Mörder, ganz in Ruhe hat radikalisieren können, dass er in seinem Asylbewerberheim hat machen können, was er wollte. Da hängt die IS-Fahne, und das zeigt uns eben, dass der Staat die Kontrolle verloren hat, komplett verloren hat und überhaupt nicht weiß, wer wo den nächsten Anschlag plant. Und wir blicken noch auf übrigens, da gibt es eine Nachricht von den Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es eine Nachricht von den Öffentlich-Rechtlichen aus Berlin. Die schwächste Anstalt der ARD ist ja bekanntlich der RBB, schwer verschuldet. Und der greift jetzt zu einer drastischen Maßnahme und gibt sein Hauptgebäude auf. Das kennt man, wenn man in Berlin gewesen ist. Ein silbernes Hochhaus ganz im Westen am Theodor-Heuss-Platz. Das ist völlig einmalig, dass eine ARD-Anstalt sagt, wir können unser Hauptgebäude nicht mehr finanzieren. Ist eine Message, trotz des ganzen Gebührenaufkommens. Ja. Gunnar Schopelius. Das muss man erst mal wissen, das muss man schaffen. Ja, danke. Dankeschön. Sehr gerne.